Herzlich willkommen zur 10. Folge OMTD mit dem Felix. Guten Tag. Guten Tag. Der Erstzug erfährt als. Ach so, ja, klar. Du hast da ja. Tonnen Eisenerz. So, dann kommt da 0 Tonnen Stahl raus. Alles da. So, du machst 390 Warenkisten. Du bringst die Warenkisten hier weg wahrscheinlich, ne? Wie kriegst du mit? Sieht man hier irgendwo, wie viele Kisten der Gesamt mitbekommt? Ah, 325, okay. Fünfzehn Tonnen Holz, Alter. Von Kloppenburg Nord. Okay. Okay. Zweihundertachtundvierzig. Dann müssten wir doch mal hier gucken. Ich glaube, es müssten langsam ein paar Optimierungsarbeiten hier durchgeführt werden. Und unter Umständen noch ein paar mehr Züge. Kann man die Züge einfach. Wie war denn das jetzt nochmal? Wo ist denn meine Linienverwaltung? Du Zug, kann ich dich einfach kopieren? Ist auch gut. Wo ist mein Zugdepot? Oh, warte mal, doch, da ist die Option zu kopieren. Den Zug. Zack. Losschießen. Kloppenburg Nord, Klein-Elzmünster Waldrand. Okay, dann sollte das jetzt hier kein Problem sein. Bist du hier für einer? Bodenheim Bergwerk.
Da. Ach so, du holst Kohle ab für hier oben. Okay, habe ich verstanden. Gut, und dann brauchen wir natürlich Stahl. Ach, das Bautool ist ja nett und freundlich zu mir. So wie immer. So, Signale. Kombinationssignal, nein, Einfahrsignale. Was machst du denn hier? Ach so, ja, stimmt. Vieh und Getreide. Du machst auch Vieh und Getreide. Du machst auch Vieh und Getreide. Wollen wir Felix stalken gehen? Hast du nichts Besseres zu tun? Nee. Ah, Felix reißt die gerade Schienen ab. Wieso, seit wann fahren hier zwei Züge hin? Ich denke mal, du meinst Fulda an der Donaubergwerk, wa? Da bin ich mich gerade rein zufällig auch reingekommen. Oh, das sieht doch schön aus, Felix. Ja. Das ist echt toll. Ich hoffe mal, das bringt. Oh, ja, da sieht man sofort, was dein Betriebsgewinn dazu sagt. Gar nichts. Nein, überhaupt nicht. Macht er wirklich bisher nicht, aber naja. Dein Betriebsgewinn ist von, ja, ich sage mal so minus 20.000 auf plus 800.000 knapp gestiegen. Ja, und davon sind 800.000 irgendwo bei das Geld, was ich durch die Abrisssachen bekomme. Jo. Ali, moin moin. Ich habe ganz blöde, dumme Vermutung, aber gut. Schauen wir mal. Ja, war ja klar. Jetzt ist die Frage, wo gehe ich denn mit meiner Zuglinie lang? Am besten hier irgendwo. Landschutzbau, Landschutzbau, nein, Landschutzbau da.
Ach komm schon. Shit. So. Ach, guck mal, dann können wir hier gleich mal einen Bergwerk anhalten. Toll, muss ich da jetzt tatsächlich eine Brücke rübersetzen oder was? Das viel größere Problem ist, dass ich eigentlich jetzt in jeden einzelnen Zug rein muss und was daran umstellen muss und das ungefähr 3 Stunden dauert. Okay. Da hast du auf jeden Fall genug zu tun. Auslegerbrücke Stahl. Auslegerbrücke Stahl. Monsterteil. Viel zu lang gebaut, aber egal. Hält vom Dienst, hält vom Dienst. So, wie weit muss ich denn jetzt hier? Bis nach dahin, ne? Ich denke mal, so kann man das lassen. Das Problem ist eigentlich, darf ich alles umbauen, weil ich neue Sachen über das Spiel gelernt habe. Na, scheiß drauf, erstmal stelle ich das erstmal alles um. Ja, das nennt sich ja auch Open TTD, also Open Transport Tycoon Deluxe. Ist der Vorgänger von Transport gegangen. Hast du jetzt keine Signale gemacht oder was? Sehe ich die Signale einfach noch nicht. Ah doch, hat er gesetzt. Okay. Jetzt sehe ich da die Signale nicht. Da.
ist noch da. Und dann bis nach da. Passt. Ja, die Gewinne liegen da halt. Oder die Dinge, die Gewinne sind da halt sehr schlecht, weil da natürlich noch viel zu viele Dings drauf sind. Dann muss ich alle Holzteile mir angucken. Wo ist mein Depot? Da. Neues Fahrzeug, Ginzu, Fahrzeug kaufen mit Stahl. Stahltransporter. Ach Mann ey, gib mir mal den hier, gib mir mal den hier. Bahnsteiglänge 7, okay. Du fährst dann von da nach da, da vollladen. Und los geht's. Was hast du dabei? Vieh hast du dabei? Genau, du Vieh und du was machst du mal? Warum? Da sind 31 Warenkisten da. Warum stehst du da rum? Alles da. Du kannst ins Depot. Du hast das, du hast die falschen Anhänger dran. Toll. Vier Anhänger bringen uns nicht viel. Da müssen Dingstransporte dran. So, du bist der Zug. Zug 29 wartet im Depot. Ach, hier haben wir auch ein Depot. Ach, toll, warum nehme ich nicht das? Brauche ich, na gut, 203 Warenkisten. Jetzt brauche ich natürlich gleich noch einen neuen Zug. Der hier dann wahrscheinlich den Überschuss an Warenkisten abtransportiert. Ich glaube da auch. Also langsam, muss ich ganz ehrlich sagen, wird mein Schienen jetzt relativ gut ausgelastet. Also viel kann ich jetzt hier nicht mehr machen. Dann steht für mich halt auch der nächste Umbau an. Was, Zugunglück? Ja, bei mir. Es ist zum Kotzen alles. Dein
tolles Signalsystem funktioniert nämlich gar nicht. Die fahren trotzdem willkürlich, wie sie wollen, irgendwo rein, obwohl sie da nicht reinfahren dürfen. Die fahren dann nur rein, wenn du ihnen sagst, dass sie reinfahren sollen. Das ist klar. Deshalb überfährt er auch ein Signal, was ich von dir so hinsetzen sollte. Richtig. Ja, die Signale sind richtig. Ja, deshalb fährt er auch bis in die Kreuzung rein, weil das Signal richtig ist. Lass mich mal ganz kurz was gucken. Welches Signal hast du da? Das, was du mir gesagt hast, dass ich da hinsetzen soll. Ja, das Einfahrsignal, genau. Das heißt, er bleibt vor der Kreuzung stehen. Ja, ist er ja nicht. Er war ja mitten in der Kreuzung drinne. Ja, dann hast du aber dann rumgefummelt. Ja, nachdem er in der Kreuzung drinne war, habe ich rumgefummelt, richtig. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist halt absolut gar nichts. So, wo ist dieser verkackte Zug jetzt hier? Achso, ich kann natürlich nicht mal irgendwas markieren. Hier auch noch ein falsches Signal. Was macht der Zug hier? Okay, vielleicht habe ich eventuell ein paar Züge eingesetzt, die Falschanhänger dran haben. Unter Umständen. Verdammt. Du lädst. Du lädst auf. Wo seid ihr? Nicht da. Ja, toll, der weiter zugemacht, super. Was soll denn das? Wo ist verdammt nochmal das Hersdorf-Zugdepot? Okay.
Stahl. Stahl, Stahl, Stahl. Wo ist ein Warenkisten zugeholt? Wunderbar. Eisenerz, Eisenerz, da. Gut, passt. Fahrzeugersetzung an. Die du Kirby's. Ja, super, der Zug. Das ist der, den ich geändert habe. Den ich auch geändert habe. Gut, dann sollten es alle Züge wieder so sein, wie es soll. Hoffe ich doch mal. Ist das denn, steht noch irgendwer rum? Nee, gut, passt. So, dann würde ich sagen, auf Feierabend für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.